Hallo meine Freunde, da ist ja wieder euer Uwe. Ja, ihr wundert euch bestimmt, ne? Lange nichts mehr von mir gehört und jetzt wundert ihr euch, warum die Bilder, die ihr seht, jetzt nicht direkt aus dem sonnigen Mallorca sind. Ich war nur relativ kurz auf Mallorca, denn ich musste ja noch eine Wohnung suchen, denn Alex ist gekommen. Und da ist es natürlich notwendig, dass wir irgendeine Bleibe haben zum Wohnen. Wir haben also jetzt eine Wohnung gefunden in El Arenal erstmal, also im Ballermann, im Ballermann-Gebiet, dass es natürlich komplett leer ist. Und wir haben jetzt die Wohnung erstmal angemietet bis Januar, aus dem einfachen Grund, weil wir natürlich jetzt sehr oft nach Palma müssen in die Hauptstadt und dort die ganzen Papiere regeln. Also Alex hat mittlerweile schon seine NIE-Nummer, das ging relativ schnell. Und wir hatten auch schon Termine mit Anwalt und Steuerberater, damit wir natürlich die Firmengründung und auch die Sozialversicherungsgeschichte relativ schnell auf die Beine bekommen. Nichtsdestotrotz dauert das natürlich seine Zeit, denn wir brauchen die sogenannte Permesso Maritimo, das heißt also irgendeine Genehmigung, die mit Wasser zu tun hat. Und unser Anwalt ist also jetzt dabei, das zu machen. Und ich muss also am 25.11. dann wieder zurück sein, denn dann haben wir Termin mit dem Anwalt zusammen bei der Sozialversicherung und wegen der Firmengründung. So. Der Container kommt morgen an und natürlich nicht nach Mallorca, sondern nach Alicante. Und Alex ist also dorthin und muss also jetzt schauen, wie das Ganze dann da ausgeladen wird und gelagert wird. Und dann ist er wieder zurück auf der Insel. Die Insel ist natürlich jetzt gerade, muss man sagen, tot. Und es ist so, also es ist kaum Tourismus und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum ich jetzt hier auch wieder in Deutschland stehe. Denn wenn ihr das hier alles so ein bisschen beobachtet habt, dann wisst ihr, dass eigentlich für den 22. geplant war ein Tauchcamp in Ägypten und dann hinten dran noch 2 Wochen Liverboard. Das Ganze ist natürlich bedingt durch die Geschichte der Risikogebiete gecancelt worden. So, dann standen wir da und hatten natürlich 45 Leute, die nach Ägypten wollten und nichts ging mehr. Ja, dann haben wir natürlich versucht, mit Virodive zusammen eine Alternative zu finden und wir sind dann auf eine Insel gestoßen, die zu dieser Zeit kein Risikogebiet war, das war Malta und Gozo. Also haben wir relativ schnell reagiert und einen Trip dorthin dann auf die Beine gestellt. So. Dann ist der Uwe hierher geflogen und kaum war der Uwe auf deutschem Boden, kam die Nachricht, Malta, Gozo ist mittlerweile dann auch Risikogebiet und das Ganze war dann auch wieder hinfällig. Ja, ihr Freunde, so geht das so schnell und jetzt stehe ich hier im Grunde genommen in Deutschland und überlege, was kann man tun, was kann man machen und ich persönlich habe natürlich so ein Agreement mit einer Schweizer Tauchschule, Taucher Supply Vero in Haag und mit dieser Tauchschule versuche ich jetzt am kommenden Wochenende so eine kleine Aktion zu starten, wo es darum geht, dass man Kurse macht, im Grunde genommen in Dreisuit, also Trockentauchanzüge, Navigation und Nacht. Das bieten wir im Paket an. Wer noch was anderes machen will, okay, der kann das mit mir absprechen, aber das ist so das Programm. Und wir bieten das Ganze an für 5,95. Da sind also diese 3 Kurse dabei. Da ist das Material dabei, was man braucht, die Zertifizierung, die Leihausrüstung und dementsprechend auch der Trockentauchanzug. Also das wird ein geiles Wochenende. Und noch dazu im warmen Swimmingpool natürlich machen wir ein Schnuppertauchen mit dem Sidemount TS-System, was also Vero, Taucher Supply Vero da natürlich vorrätig hat. Und das wird bestimmt richtig nett und richtig lustig. Also wer da Interesse hat, sollte sich bei mir melden für mehr Informationen. Das findet jetzt statt am kommenden Wochenende. So. Nebenbei hat André natürlich noch ein bisschen Frust und der will unbedingt ins Warme. Trotz Risikogebiet hat er natürlich so die Malediven so ein bisschen aus dem Hosensack gezaubert und guckt also da, ob er Leute findet, die mit ihm auf die Malediven fliegen. Wollen wir es hoffen, also schauen wir mal. Ne? So sieht es also aus und ich werde also gucken, was ich mit Taucher Supply Vero dann die nächsten Tage, speziell Wochenenden, dann eventuell noch auf die Reihe bekomme. Und da werdet ihr aber entsprechend dann informiert werden. So, das ist jetzt so mal ganz grob so das Update, was jetzt gerade so passiert ist in den letzten Tagen, Wochen. Wie gesagt, also auf Mallorca ist es relativ schwer,
dann da gewisse Videos zu drehen. Also ganz speziell, wenn du da erstmal eine Wohnung suchst, noch keine eigene Wohnung hast, dann musst du natürlich genauso wie hier in Deutschland aufpassen, wen du filmst, wo du filmst. Das ist also auch nicht so ganz so einfach. Und wir hatten, weiß Gott, so ein bisschen andere Dinge zu tun. Aber jetzt habt ihr wieder mal so eine kurze Info, was der Uwe so macht und wie es dem Uwe so geht. Und ich habe auch noch so im Kopf, eventuell was im Norden zu machen. Da muss ich aber noch ein paar Telefonate führen, dass man eventuell da noch einen Kurs macht oben im kalten Norden. Da schauen wir dann mal. So, gut, ihr Lieben, ich wünsche euch für heute nochmal einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.